Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch, wie ihr euch dieses Luxus-Schlafzimmer selber basteln könnt. Viel Spaß dabei! Das Quadrat in der Mitte hat die Maße 10 x 10 cm. Meinen Cake-Pop-Stiel habe ich mit silbernem Nagellack anlackiert und gut trocknen lassen. Das ist eine Büroklammer, die ich mir so zurechtgebogen habe. Klebt euch das gebogene Stück der Büroklammer in den Verschraubdeckel hinein und lackiert den Deckel anschließend mit schwarzem Nagellack. Meine Lampen sind fertig und werde diese nun mit Heißkleber auf der Konsole befestigen. Für den Tisch habe ich verwendet ein Stück von dieser Rolle. Das habe ich mir mit Klebefolie beklebt. Und dann habe ich noch diesen Deckel einer kleinen Schachtel gefunden und habe diesen einfach oben verkehrt herum draufgeklebt. Die Lampe ist auch ganz einfach zum Herstellen. Ihr braucht einen Plastik, so Likörbecherchen in transparent weiß. Die gibt es auch in anderen Farben. Und oben habe ich etwas Filz draufgeklebt. Die Schaschlikspieße habe ich mit Heißkleber in der Lampe drinnen bzw. in dem Becher innen befestigt. Und weil das Ganze natürlich auch nicht so schön ausschaut, habe ich ringsherum diese Perlen einfach mit Heißkleber angeklebt. Die Sessel, die kennt ihr ja schon aus meinen anderen Pimp My Playmobil Videos. Auch diese habe ich wieder aus Actimel Flaschen angefertigt
und auf die Sitzfläche habe ich schwarzen Filz angebracht. Das war's von mir für heute auch schon wieder gewesen. Wir sehen uns morgen pünktlich 7.30 Uhr. Ich freue mich auf euren Besuch auf meinem Kanal, verabschiede mich von euch, wünsche euch noch einen schönen Freitag und sage ciao, ciao, eure Mandy. Hier geht es jetzt weiter zu noch mehr Playmobil-Videos von der Familie Mattes und über den runden Button kannst du mich kostenlos abonnieren, damit du kein Video mehr verpasst.